Willkommen zurück zu Sea of Stars Folge 100. Das Ganze läuft doch mehr aus dem Ruder, als ich dachte. Jetzt sind wir schon, glaube ich, 20 Folgen nach dem Abschuss gegen den Flashmancer, so Pi mal Daumen. Ja, heute auf alle Fälle diesen Räder-Champion. Das machen wir auch noch und dann schauen wir mal, wie wir an die fehlenden Muscheln kommen und die zwei fehlenden Quests. Nach dem Intro. Ritterbogenschütze, das sieht gut aus. Guck mal, der heilt einen immer. Aber ich würde wirklich mit dem Magier und dem Bogenschützen versuchen. Also bei dem Setup hier bringt jetzt eine Mauer wieder sehr viel. Versuch's mal mit Verteidigen. Okay, ein besserer Ritter. Goldritter. Die kriegen wieder richtig viel Mauer drauf. Menno. Die Mauer ist zu hoch. Ich krieg die Mauer nicht gebaut. Ganz, ganz schlecht. Ganz, ganz schlecht gerade eben.
noch eine Bombe. Wo kam denn die Bombe jetzt her? Okay, eindeutig die falsche Taktik. Warum können die Bomben legen jetzt auf einmal? Ja, sie hat gewonnen. Okay, aber die Technik war grundsätzlich nicht verkehrt mit dem Bogenschützen. Ich nehme genau das gleiche Konzept. Das war schon mal gut. Nehme ich. Nein. Nicht gut. Na komm, die greifen auch wieder an, ne?
oder? Ah, das gibt's doch gar nicht. Er hat wieder eine Bombe geschmissen. Unentschieden. Menno. So, okay, jetzt haben wir einen Unentschieden, einen Sieg. Und jetzt probiere ich das mal aus hier. Okay, das kann ich gar nicht gewinnen. Ich, wenn das so wie jetzt läuft. Mit dem Heiler, da kann ich auch wirklich nichts anfangen. Okay, jetzt kriege ich wieder einen Treffer ab und das war's. Gesagt, der ist nicht wirklich so der Brüller. Okay. Die Räderspiele sind echt glücksbedingt und anstrengend. Also ich finde den... Und grundsätzlich sind ja Ritter und Bogenschütze wirklich das Beste. Weil man einfach schnell zum Angriff kommt, ne? Wenn man so einen Start natürlich hat, ist man natürlich sofort aufgeschmissen. Weil man kriegt keine Hämmer zusammen so. Das ist schon wieder Käse.
Da kriegen wir ja doch noch zwei Hämmer. Oh, zwei Hämmer. Sehr schön. Habe ich echt mal eine Chance zu gewinnen, glaube ich. Nein, jetzt hat er so viele Hämmer. Oh. Brauche ich noch. Das war jetzt echt gut zur Lücke. Nein. Okay, mehr Glück als Verstand. Na, oh, die Bombe wieder. Das gibt's doch gar nicht. Weiß gar nicht, warum kriegt der Ritter denn immer eine Bombe? Ich schon, ob Ritter und Heiler vielleicht das Maß der Dinge sind, aber damit baue ich keine Wand auf. Oder ich probiere mal den Steinmetz. Rechtzeitig hoch genug gewesen. Sehr schön. Sehr nice. Nein, ich krieg den Angriff nicht hin.
Und da bricht die ganze Mauer zusammen wieder. Und der goldene Ritter, jawohl. Jetzt ist die Frage, setze ich alles auf Angriff oder setze ich ein bisschen auf Verteidigung? Moment mal. So. Ja, die Bombe hat's gebracht. Oh Mann, ey. Ja. Glückwunsch zum Sieg. Hier ist etwas für euch. Einmal Diamantrad. So. Und jetzt kommt nur noch die Frage der Fragen. Wie komme ich hier an die letzten Muscheln? Schatz fehlt im Jagdfeld. Schatz fehlt im Jagdfelder. Okay, da fehlt nur ein Schatz. Das ist nicht weiter schlimm. Da ist alles gut. Schatz fehlt in Repina. Im Dorf der Verlorenen. Schatz fehlt. Da ist alles gut, da ist alles gut. Also hier fehlt noch ein Schatz und da fehlt ein Schatz. So, und in der Heimatwelt fehlen mir definitiv Muscheln. Aber erstmal nach Myrth. Ich habe nämlich einen Bauplan bekommen. Und ich kann den sparen und vielleicht löst das ja eins meiner Probleme. So, Baupläne, natürlich, ich habe das Spar. Interessant, an die Arbeit, ja, super. So, dann sollte jetzt aber alles komplett zusammen sein. Dieser Ort fühlt sich vollständig an, wir haben hier etwas Besonderes, danke für eure Hilfe. Hübsches Heim, Glück allein. Okay, für den Sparbereich. Entspannungsfachkraft gesucht. Ist das nicht auch etwas,
aus dem Dorf der Toten. Hätte ich jetzt so Lucent im Auge gehabt nochmal. Folge 100 darf ruhig ein bisschen länger sein. Bewohnern hier sprechen. Was ist denn mit dir? Hattest du nicht was? Oder ist es dieser Baron, der dahin wollte? Okay. Ich dachte, hier wäre noch einer, der... der etwas sucht. Aber jetzt könnte man noch vielleicht... Oh, letzte Chance ist... wirklich hier den Baron anzusprechen. So, der überflutete Friedhof. Das wäre so meine letzte große... Thank you.
Wo ist er hin? Der ist ja gar nicht mehr hier. Ist der jetzt wieder in der Villa? Okay, da könnte das Problem liegen. Den werde ich also beim nächsten Mal suchen. Das ist interessant, wo der abgeblieben ist. So, die Folge ist viel zu lang geworden. Bis zum nächsten Mal bei Sea of Stars.